Einerseits bin ich ausgebildet in den Künsten der Chiromantik, also der Kunst, aus Händen lesen zu können. Wenn du eine weniger handfeste, aber beständigere Form der Weissagung bevorzugst, kann ich dir auch dein Horoskop deuten. Heute geht es um verschiedene Formen. Welche kennst du denn schon? Ein Kreis. Ein Kreis ist rund wie ein Teller. Er hat einen Mittelpunkt, einen Radius und einen Durchmesser. Herein. Schön, Sie zu sehen. Those are grapes. They can be either green, black or purple. This is an apple. They are a great addition to your fruit bowl in the morning. This is a huge watermelon. They are very refreshing in the summer. These are cherries. They are red and have a pit inside. And toes. Knees. And toes. Head. And shoulders for 2,000 knees. And toes. Knees. And toes. Wollen wir zusammen Plätzchen backen? Ja. Also ich habe Mehl und Butter. Was fehlt noch? Du brauchst noch Zucker. Meinst du das? Ja, das ist Zucker. Was kannst du mir hierzu sagen? Dieser Stoff ist leicht entzündlich. Kannst du mir helfen, die Flasche zu öffnen? Aber natürlich. Ganz einfach. Du musst dir nur merken. Reiti tati. Lefti losi. Ein Dreieck. Ja. Wir sind fast da. Jetzt die letzte Frage. Ich würde gerne einen neuen Vorhang kaufen. Das Fenster ist 1 Meter hoch und 40 Zentimeter breit. Wie viel Stoff brauche ich mindestens? 0,4 Quadratmeter. Klasse. Hey! Wir haben es geschafft. Jetzt bist du ein richtiger Profi. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.